Facecam läuft, Aufnahme läuft, Werbung läuft, Webseiten läuft und wie es läuft, die Nase läuft. Und damit seid gegrüßt und ihm Zwerge genommen, Hobbits und Eladon zu einem neuen Adventskalender-Video mit dem Zwergenfürst. Ja, das haben wir heute vor. Eine kleine Quizrunde auf testedich.de. Muss auch mal wieder sein, lange nicht mehr gemacht. Heute mal ein bisschen Quiz über die Nikolaus. Mal schauen, was wir hier so Lustiges finden. Hier, James Bond, Spider-Man oder Nikolaus. Können wir gleich nochmal machen. Hier erstmal den Nikolaus. Ein Quiz über den Nikolaus. Was sonst? Ja, ist ja bald soweit. Am 1. März, am 6. Dezember, am 3. Oktober, am 24. Dezember, das ist natürlich der 6. Dezember. Nächste Frage. Wann lebte der echte Nikolaus? 14., 4. Jahrhundert, 40. Jahrhundert, 4. Jahrhundert. Was war denn Nikolaus von Beruf? Was hat der Nikolaus Jutes getan? Der hat bestimmt Piraten vertrieben. Was sonst? Was machen die Kinder am Abend vor dem 6. Dezember? Sie machen ihre Hausaufgaben. Genau das. Was bekommen die Kinder in ihre Schuhe, wenn sie lieb waren? Eine gute Note. Ja, was sonst? Na ja, schon. Stimmt beides wahrscheinlich. Bei manchen stimmt beides. Das wird richtig sein. Was bekommen die Kinder, wenn sie böse waren? Ein Hieb der Rute auf den Hinterrips. Jo, kein Taschengeld. Das auch. Das ist richtig. Was hat Nikolaus der armen Familie geholfen? Wie hat er es geholfen? So war das. Malefiz, genau. Wann ist der Nikolaus gestorben? Wo sag ich das? Am 6. Dezember, ja. Wahrscheinlich. 7 von 10 Aufgaben richtig. Okay. Ein oder zwei habe ich bewusst falsch beantwortet, aber 7 von 10. Okay. So, jetzt wollen wir aber mal wissen, ob ich James Bond, Spider-Man oder Nikolaus bin. Hier kann ich das mit diesem Twist am leichtesten herausfinden. Finde heraus, ob das Spider-Man, James Bond oder der Nikolaus bist. Ja. Ein sehr seriöses, ernstzunehmendes Quiz. Was sonst? Magst du Kinder? Nein, ich würde ihnen am liebsten die Kehle durchschneiden. What the fuck? Ja, ich liebe sie. Na ja, ich muss andauernd auf sie aufpassen. Ja, das ist am ehesten. Was ist dein Lieblingsessen? Kaviar mit Krabbenburger. Ja, was sonst? Vermoderte Würmer mit Gurkenschnitte. Schnee mit Schokoladensoße. Ja, sowas von. Was ist dieses Quiz? Welchen Schauspieler magst du am liebsten? Welchen? Ja. Arnold Schwarzenegger natürlich. Welcher Film von dieser magst du am liebsten? Das Wunder von Bern, voll auf die Nüsse, Matrix. Was machst du am liebsten? Natürlich. Ich gehe so gerne mehr zu. Was sonst? Tue ich den ganzen Tag lang. Am Wochenende den ganzen Tag nur im Zoo. Welches ist dein Lieblingsgemüse?
Salat, Orangen. Bratäpfel. Bist du gerne zur Schule gegangen? Ja, ich war ein Streber. Es geht. Ich habe immer alle runtergemacht. Nee, Leute, tut sowas nicht. Ist böse. Mobbing ist scheiße. Macht man nicht. Mobbing macht hässlich. Weiß nicht, der Lehrer flüchtet immer. Die Lehrer flüchten immer, wenn ich in die Schule komme. Nix von den dreien. Natürlich sind es alle geflüchtet. Welches der Motive ist meistens auf deinen Fotos zu sehen? Explosion, richtig für die Explosion. Quiz von mir. Hilfe. Glückwunsch, du bist zu 40% James Bond. Du hättest noch Folgendes werden können, zu 30%. Du magst Kinder und kommst jedes Jahr zu Weihnachten. Falsch. Das klingt sehr falsch. Okay. Hier haben wir noch 99 Nikolaus, eine Bänderliste zu meinem UC Nikolaus June Pre-Shirt. Was? Hier, bist, das klingt doch gut. Bist du Weihnachtsmann Nikolaus Grinch in deinem Charakter? Test. Machst du es, das Haus weihnachtlich zu dekorieren? Ja, ich mag Lichterketten. Magst du die Adventszeit? Ja. Ich glaube, die Fragen sind ziemlich eindeutig. Magst du Geschenke? Ein kleines Geschenk hier und da. Mit Bestimmung, es andere zu beschenken. Mit meinen Videos in Adventszeit. Mit meinem Adventskalender natürlich. Und was sonst? Deshalb mache ich Geschenke. Gehst du gerne auf den Weihnachtsmarkt? Ja, ab und zu gehe ich da mit Gott gerne hin. Ja. Steht doch meistens und verteile Kleinigkeiten. Das ist. Diese Antworten, diese Fragemöglichkeiten, diese Antworten, die gehen. In die falsche Richtung. Ja, steh auf Kinder und komme zur Weihnachtszeit. Ich glaube, dieses Video braucht eine FSK 18 Marke. Wie stehst du zum Plätzchenbacken? Ich hasse Zucker, Zucker tut der Seele gut. Ich lege gerne eine kleine Aufmerksamkeit in die Schuhe. Was meinst du, warum ich 5 Kilogramm Kekse dabei habe? Das klingt nach mir. Gehst du an Weihnachten in die Kirche? Ich bin nicht da, weil ich beschäftigt bin. Das klingt wirklich nach mir. Ja, da bin ich anwesend. Ich bin auch beschäftigt für das Lachen. Hui. Ja, da gehe ich jedes Jahr Leidenschaften. Ja, mit Leidenschaft in der Kirche. Ich komme immer gerne in der katholischen Kirche. Das ist, ich bin, ich ist, mein Kopf ist, mein Kopf ist, mein Kopf ist im 12. Lebensjahr stecken geblieben. Ein Geist, ein Teenager. Ja, das klingt am besten nach mir. Ich bin nicht da, weil ich beschäftigt bin mit 10 anderen Sachen.
Würde gerne, aber ja, machst du Weihnachtslieder. Und dort, auf jeden Fall vor allem Last Christmas von meinem ich bin da mal neutral. Ziehst du etwas Besonderes an zu Weihnachten? Jedes Jahr dasselbe, das ja, klingt auch nach mir. Kommt drauf an. Was ist dein Lieblingslied zu Weihnachten? Hier, Last Christmas. Definitiv nicht. Schmückst du deinen Weihnachtsbaum? Bunte Farben, ganz traditionell. Der Baum wird bei mir nur zum Heizen genutzt. Voll Gold, Silber, Glitzer ist auch dabei. Jo. Du bist der Nikolaus. Jetzt habt ihr. Das Quiz hat meine geheime Identität verraten. Das müssen wir rausschneiden. Weg damit. Weihnachten magst du zwar, aber die Vorweihnachtszeit gefällt dir mehr als der Truhe, der am Heiligabend einhergeht. 6. Dezember ist dein Tag. Ja, also das mit der Vorweihnachtszeit, das kann ich so bestätigen. Also das ist so, ja, die Vorweihnachtszeit, der Advent, das Adventskalender produzieren, ja, das macht mir doch, ja. Ja, in diesem Sinne, darf ich noch umsonst euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Ja, man sieht sich morgen im nächsten Adventskalender Türchen auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.